Premiere! Einen wunderschönen guten Tag aus der Würzburger Grillschule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt es gerade gehört, heute feiern wir bei Medium Rare eine Premiere und ich bin froh, dass bei dieser Premiere auch unser Mann für alle Fälle wieder mit dabei ist. Frank Hunke! Grüß dich. Wie war der Urlaub? Ja, klasse einfach. Sehr schön. Gab es da bei dir auch jede Menge Fisch zu essen? Ja, klar. Ja. Ohne Ende. Das, weil das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Heute zum ersten Mal, wir machen schon etwas länger Medium Rare, zweite Staffel, die dritte, beziehungsweise geht jetzt ja los. Und heute zum allerersten Mal Fisch. Ja, mich auch gewundert. Krass, oder? Krass. Ja. Aber der Fisch, den wir heute machen, es wird ein spezieller, denn der Hauptprotagonist, wenn man so möchte, des heutigen Menüs ist gar nicht der Fisch. Das ist eigentlich das Räucherbrett. Richtig, das hier nämlich. Also sowas zumindest. Unser ist ein bisschen größer. Wir machen heute Lachs von der Planke. Ja. Also für alle, die sich jetzt darunter nichts vorstellen können, vielleicht mal die kurze Erklärung. Lachs von der Planke heißt letztendlich was? Ja, es muss jetzt nicht der Lachs sein, das kann natürlich jeder andere Fisch auch sein, das könnte auch Fleisch sein oder Gemüse, aber bei uns ist es halt der Lachs jetzt. Und Planke wird bezeichnet, also verschiedene Größen, verschiedene Sorten, verschiedene Stärken, Formen, rundeckig mit Sacklöchern für Arum, die, was weiß ich, in Schnaps rein und so weiter. Die Dinger werden gewässert, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Und dann werden sie kurz angeräuchert, gewässert, damit sie nicht verbrennen, aber auch gleichzeitig können sie dadurch ein bisschen Aroma mit freisetzen. Und nach ca. 4-5 Minuten steigt dann der Rauch auf, dann kommt das Produkt drauf, in dem Fall jetzt der Lachs. Und dann wird es indirekt fertig gegrillt und der Rauch nebelt so ganz leicht unser Produkt und gibt ein ganz, ganz tolles Aroma. Und sieht natürlich auch noch richtig lecker aus. Ja. Bevor wir gleich unser Brett auf den Grill legen, fangen wir natürlich jetzt erstmal an mit dem Lachs. Da hast du uns was mitgebracht. Genau. Wir haben jetzt vom Prinzip Folgendes gemacht. Wir haben in der Mangelung an frischen Fisch, haben wir uns gesagt, wir nehmen das, was ganz viele nehmen und auch völlig in Ordnung ist, eigentlich eine TK-Ware. Wichtig ist da nur eins beim Auftauen immer dran denken. Das, was in den meisten Büchern steht, so über Nacht im Kühlschrank auftauen, das wird kaum funktionieren. Die Leute werden es merken, auch der hatte fast den ganzen Tag im Kühlschrank gebraucht. Und also schön langsam wirklich auftauen und dann erst auf Zimmertemperatur bringen. Hier ist, wir haben jetzt hier noch die Haut dran. Die sollten wir natürlich jetzt da, sollen wir nicht, aber es macht Sinn, man schneidet sie jetzt ab, dann kann man den viel besser nachher auch portionieren. Aber man könnte auch die Haut zum Beispiel, wenn man sie schön geschuppt hat nochmal mit dem Messer und von Fett befreit hat, leicht gesalzen hat, die Haut auch nochmal separat grillen und dann als Chip oder als Fischhautbrösel nochmal da drüber streuen, gibt nochmal wie so ein Cracker. Also die Möglichkeit, die Haut mitzuessen in dem Fall. Dann. Genau. Ein Tipp, wie man das am besten filetiert bzw. von der Haut trennt, weil das ist ja auch nicht so einfach. Ne? Ja, vom Prinzip her eigentlich das Messer immer flach halten, aber auch ich habe auch immer das eine oder andere Problem. Man kann das mit der Gabel hier, weil sie doch relativ glitschig ist, mit der Gabel festhalten. Man kann aber auch genauso gut, wenn man den Anfang gemacht hat, sich hier ein Loch reinschneiden und dann so mit dem Finger rein. Das geht auch. Ich mache es jetzt mit der Gabel weiter und schneiden wir mal durch. Leicht schräg nach unten halten. Wichtig ist auf jeden Fall eine Art Schneiden. Also nicht nur das Messer benutzen, was so weit ist wie der Fisch, sondern es sollte schon drüber wegstehen, dass man dann auch wirklich schneiden kann. So, bin ich schon runter hier von der Haut, siehst du. Also gut, jetzt haben wir unseren Lachs. Wie geht es jetzt genau weiter? Jetzt müssen wir ihn würzen. Theoretisch könnte man jetzt... Der Standard wäre jetzt, kenne ich es immer, brauner Zucker, bisschen Limette, bisschen Chili, bisschen Honig. Ja. Das machen wir aber nicht. Das machen wir nicht, nee. Wir nehmen, viele nehmen ja Säure. Die meisten Rezepte fangen ja immer an. Man nehme den Saft von 4 Zitronen. Ich finde das immer Quatsch, weil... Säure lässt natürlich gleich die Eiweiße grillen. Eigentlich ist der Fisch dann schon gar, den brauchen wir gar nicht mehr grillen. Wobei das zitronige Aroma natürlich wunderbar dazu passt. Ich selbst. Geht ja aber genauso gut auch im Nachhinein. Das Zitronen-
zitronige Aroma. Ja, man kann ja alles mögen. Man kann Zitronenmelisse, Zitronengras benutzen und so weiter. Ein bisschen was Verrücktes ist vielleicht mal hier so ein Zitronenmelisse-Bonbon. Der hat eben auch mal ein bisschen Süße. Ne, schon, ist klar. ja. Ist auch wieder so ein typisches Frank-Hunke-Ding. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Bonbon. Ja, warum denn nicht? So, dann natürlich ein bisschen Salz dazu. Schmeckt auch nicht so schlecht. Und noch ein bisschen Stegewürz dazu und dann sind wir eigentlich schon mit durch. Zitronenbonbon, Salz und Stegewürz für den Fisch. Ja, oder Bratengewürz, irgendwas hat man ja im Haus. Im Endeffekt kann wirklich wieder jeder machen, was er möchte. Ja, also wichtig immer, dass die Komponenten süß, sauer, salzig, bitter, dass wir die irgendwie zusammenbekommen. Das ist eigentlich immer das Entscheidende. Je mehr davon dran ist, umso besser schmeckt es uns. Wenn ich dich jetzt schon mit diesem Stößel da, wie heißt jetzt der offizielle Küchenbegriff? Ja, Stößel. Den Mörser. Mörser, das war es, was ich gesucht habe. Für das Ding. Wenn ich dich jetzt mit dem Mörser da schon sehe, gibt's, wer jetzt keinen Mörser zu Hause hat, gibt es da irgendeine Alternative, die du uns da vorschlagen könntest? Ja, wahrscheinlich mit dem Hammer in einer Plastiktüte oder so. Oder das Ganze einfach in so einen Mixer gemacht und da immer durchgemixt. Mhm. Und jetzt könnten wir so rauflegen. Manche machen jetzt hier noch Zitronen, Orangenscheiben rein, legen noch ein paar Tomaten dazwischen und. Und ich finde es aber besonders schön eigentlich, wenn wir da, hier ist er schon so ein bisschen gerissen, nutzen wir das gleich, wenn wir den noch zweimal einschneiden, dass wir so gleichmäßig, relativ gleichmäßig große Streifen haben. Einschneiden heißt also nicht durchschneiden. Jetzt kommt das Flechten, für viele Männer natürlich so ein Buch mit 7 Siegeln, aber es ist nicht schwierig, wenn man einfach immer davon ausgeht, von der links immer zur Mitte, von rechts immer zur Mitte. Ja? Der Typ mit den langen Haaren. Sagt der Typ. So, also von links zur Mitte, kein Problem. Von rechts zur Mitte. Jetzt wieder den linken zur Mitte. Ne? So, das gleiche hier nochmal rüber. Und jetzt am Ende einfach nochmal zusammenhalten. Und jetzt einfach den Spieß hier nochmal durch. So. Genau. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir uns eine schöne Haube rauf. Und zwar eine Kräuterbutterhaube. Mhm. Nun ist ja klar, die Butter würde normalerweise wegschmelzen. Deswegen müssen wir das alles so ein bisschen binden. Und ich nehme jetzt in dem Fall, also Kräuterbutter haben wir jetzt fertig gemacht aus einem Stück Butter, 60 Gramm Semmelmehl, ein Eigelb, das ist das Entscheidende, dann reißt die auch nicht so. Einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel weißen Pfeffer, einen Esslöffel Petersilie, einen Esslöffel Schnittlauch, und einen Esslöffel Paprika, das ist noch wichtig. Man kann es aber auch handelsüblich kaufen. Habt ihr es euch gemerkt? Man kann es zurückspulen. Genau, oder so. Oder Rezept können wir auch noch mal irgendwo hinschreiben. Na klar. So, Semmelmehl, also hier haben wir sie drin. Kräuterbutter. Semmelmehl. Übrigens sensationell schmeckt, ich kenne die ja schon, Kräuterbutter. Das Frank-Hunke schmeckt wirklich. Eigentlich ist es ja Ela ihre, ne? Darf die auch mal was tun in der Küche? Ja. So, entweder nehmen wir jetzt einen Spritzbeutel oder notfalls geht auch eine Tortenspritze. Ne? Aber einen Spritzbeutel sollte man genau wie einen Mörser natürlich zu Hause haben. Und kriege ich es jetzt schon allen Seiten. Also du hast jetzt durch die Semmelbrösel, nochmal zusammenfassen, durch die Semmelbrösel und das Ei die nötige Bindung in eben die Kräuterbutter gebracht, dass die uns auf dem Grill nicht wegschmilzt. Genau, was ja sonst passieren würde. Und ich habe einmal irgendwo gelesen, Butter ist auch ein bisschen Geschmacksträger, also ich geize da jetzt auch nicht wirklich. Wenn wir schon bei Standards sind, muss ich natürlich jetzt an dieser Stelle sagen, wo ist eigentlich der Speck? Der Bacon? Wo ist eigentlich der Bacon? So. Jetzt machen wir das einfach hier immer so über die einzelnen Segmente, die hier zu sehen sind, so rüber. Wir können vielleicht an dieser Stelle auch noch mal kurz erklären, warum wir heute eigentlich Fisch machen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das war tatsächlich die erste Zuschauerfrage, die zweite Premiere heute. Ja. Siehst du mal, also heute ist wirklich die Sendung der Premieren. Christian hat uns das gefragt, beziehungsweise vorgeschlagen, könnte er nicht mal einen Fisch von der Planke machen. Mhm. Der möchte nämlich auch noch was wissen, was du uns gleich noch mal erklären kannst, weil der Fisch ist ja soweit jetzt fertig, oder? Der ist soweit vorbereitet, genau. Der ist soweit vorbereitet. Bevor der natürlich auf den Grill kann, und natürlich auch muss jetzt erstmal unser Holz aus dem Wasser.
Weil das muss ja zuerst auf den Grill. Genau, wobei Wasser jetzt der falsche Ausdruck ist, wenn man das mal hier sieht. Ich habe jetzt hier also eine Zitronen- oder Früchte- oder Orangenlimonade genommen. Man kann da also jetzt gerade Buchenholz oder so, das wird ja eigentlich mal nur so eingesetzt. Man kann aber noch zusätzlich aromatisieren. Der eine nimmt vielleicht Kirschsaft, der andere nimmt einen Schuss Wasser und Whisky, der andere vielleicht Rum, der nächste ein Red Bull. Also immer nehmen, was man da hat. Auch Früchtetee macht sich da sehr gut. Verändert nicht nur den Geschmack, sondern auch noch ein kleines bisschen so die Farbe. Ne? Also eine tolle Geschichte. Wie lang muss das Brett dann da jetzt letztendlich im Wasser liegen oder in der Flüssigkeit? Gute Frage eigentlich. Die meisten Händler, die sowas verkaufen, oder da steht dann aber beim Produzenten immer drauf, so um die 3 Stunden wässern. Meine Erfahrung ist, wenn ich es länger wässere, also sprich mindestens einen Tag wässere, habe ich auch viel länger was von dem Brett. In der Regel dann teilweise 10-12 Mal kann man das verwenden. Es wird zwar immer kleiner, weil es dann immer mehr schwarz am Rand wird, weil es ja räuchert. Aber es verbrennt nicht so schnell. Wenn ich es bloß so 2-3 Stunden wässere, wie viele das so empfehlen, dann muss ich sagen, dann hat man da eigentlich nur 4-5 Mal und dann kann man es wegschmeißen. Das wird sich eh ein bisschen wölben. Dann denke ich, jetzt kommt erstmal unser Brett auf den Grill. Ja. Das wird ein paar Minuten dauern. Ja, 5-6. Dann kommt jetzt über die direkte Hitze. Mhm. Ne? Also beim Holzkohlegrill über die Glut. Wir nehmen heute mal den Gasgrill wieder. Machen es über die direkte Flamme. Und wenn das dann anfängt zu knacken, das hört man so ganz leicht. Und dann sieht man auch schon die ersten leichten Rauchschwaden. Dann schiebt man es vom Prinzip in die indirekte Hitze, belegt es mit seinem Produkt, macht einen Deckel zu, Kerntemperatur, misst das Gerät rein und dann ist irgendwann fertig. Sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, wir starten am Grill mit unserem Brett und dann folgt gleich der Fisch. Und dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Also das ist jetzt unser Lachs, geflochtener Lachs, wenn man so möchte, von der Planke. Was genau ist denn jetzt die letzten Minuten passiert? Wir haben die Planke raufgelegt, nach ca. 5 Minuten hat sie gequalmt, braucht noch nicht löschen. Dann habe ich also erstmal direkt über die Hitze, über den Brenner gelegt, dann in die indirekte Zone gelegt, also in der Mitte ausgemacht und dann einfach nur einen Deckel geschlossen, Kerntemperaturmessgerät rein und wir haben jetzt ja, bei 55 Grad rausgenommen, obwohl ich ja eigentlich so der Freund bin, den ein bisschen eher rauszunehmen. Wann nimmst du ihn sonst raus? Bei 48. 48 ist, ist das nicht ein bisschen arg niedrig? Dann hat er noch einen ganz kleinen Hauch so von Glasigkeit und ja, mit der Temperatur habe ich dann auch irgendwo meine Meisterschaft gewonnen. Mit 48? Ja, Grad, also, wir reden von Grad. Nicht Jahren. Ja, ja, nicht Jahren. Also merkt euch, macht den Lachs auf 48 Grad, dann habt ihr einen meisterlichen, meisterhaften Lachs. Da ist auch noch die Haut. Genau. Die sieht natürlich schon hart aus jetzt. Soll sie auch sein. Krasse Nummer. Die kann man jetzt einfach chipsmäßig essen, oder wie? Ja, die kann man jetzt auch im Mörser, da haben wir noch Salz drin. Man kann sie jetzt so als Segel schneiden, man kann sie auch zerbröckeln und so weiter. Also muss ich ja den Fisch auch noch probieren, gell? Ja, mach mal ruhig. Säbel mir hier mal ein Stückchen runter. Die sind schon noch ein bisschen heiß. Ey. Gar nicht gewusst, dass 55 Grad so heiß sein können. Kriege ich jetzt nicht. Sehr, sehr, sehr lecker. Schön. So, den machen wir jetzt weg zu zweit, glaube ich. Fisch ist ja gesund. Zwar fett, aber es sind ja gute Fette. Ja. No? Das wissen wir ja. Vielleicht das nur kurz zur Erklärung. Was sind für Fette drin, die so gut sind? Ja, Omega-3 vor allen Dingen. Das ist ja das Entscheidende hier. Denn Jod ist auch gesund für die Schilddrüse. Also, ja. Ein rundum gesundes Grillgericht, das kennen wir Männer ja in der Regel jetzt nicht so. Aber ja, in diesem Sinne bedanke ich mich, du dich wahrscheinlich auch, ja, für die, ja, Aufmerksamkeit. Das war die neue und die aktuelle Ausgabe von Medium Rare. Wenn ihr natürlich Anregungen habt, beispielsweise wie der Christian euch auch einfach mal ein Gericht wünscht und sagt, das macht das unbedingt mal, das finden wir richtig cool, schreibt uns unten Kommentare, Anregungen, E-Mails. Auf Facebook findet ihr uns ebenfalls unter Medium Rare. Soweit schon mal danke für den Moment. Viel Spaß beim Nachgrillen und in diesem Sinne, Allzeit. Gut, gut.